Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der 29. Februar 2024. Melde mich hier zu einem kleinen Beitrag. Ich habe heute mal wieder auf Twitter geschaut, wo ich eigentlich schon nicht mehr sein wollte, aber da habe ich doch einen Beitrag gesehen, der mich total erschreckt hat. Und diesen Beitrag auf Twitter würde ich euch gerne mal zeigen. Vielleicht schaut ihr mal genau hin und überlegt dann, was davon zu halten ist. Wie gesagt, mein Disclaimer, ich kann das alles nicht nachprüfen, was der da sagt. Aber wenn es wahr ist, was da gesagt wird, dann ist es nur die Spitze des Eisbergs, denn es hat ja nur er erzählt und es gibt viele andere, die noch zusätzliches wissen. Und das würde erklären, warum die Politik so ist, wie sie ist. Also schauen wir mal rein. Naja, erstmal möchte ich ja mal so sagen, mein Name kennt man ja, Tiefe Jochen, der Radfahrer, ich war Radprofi, ganz oben, höchste Liga, Jan Ullrich, ich oder jetzt Vogt, fährt ja mit 42 Jahren Tour de France nochmal, Armstrong, wir waren also ganz, ganz oben und man fuhr dann eben zu Trainingslagern, schon mal, der eine fuhr nach Australien, wie der Marcel Wüst, der Kappes, die fuhr nach USA, nach Florida, wir fuhren eben mal nach Südafrika und so weiter. Das war so im November, Dezember um die Zeit, damit man sagt, man kann sich auf dem Sechstagerennen mal schön präsentieren, hat eine gute Form und hat ein bisschen Training gemacht da unten. So. Komischerweise triffst du da italienische Teams, auch Cipollini war dabei, Christian Salvator hat bei mir gewohnt zu Hause, der spätere Sieger Gabriele Colombo von Mailand Sanremo. Eigentlich bin ich eine große Familie, zwei andere Teams, aber man kennt sich, man hilft sich. So, die Italiener ist ja halbe Kölsche oder jeder Kölsche stammt ja vom Italiener ab. Und wie es halt in Köln so ist oder in Italien oder in Napoli hieß es, man möchte auch ein bisschen Urlaub mal haben, ein paar Mark verdienen, ein bisschen Spaß haben, Sport und Wirtschaft, sieht man das mal. Und da hieß es, man kriegt das erstmal gezeigt, da war ich 22, da habe ich das allererste Mal gesehen, wie eine Million D-Mark im Bar aussieht oder 1 Million Dollar wie in einem Film, in einem Aktenkoffer. Dabei muss ich den Zuschauern sagen, so viel ist das gar nicht. Das ist nur so ein Stapel Geld, ist 1 Million in 1000 Mark Scheinen. Ja, da wurden dann Wetten hin und her geschoben. In Südafrika bei bestimmten, in Kapstadt bei bestimmten Weinfarmen wurden dann eingeladen, die Sportler, die großen Politiker, großen Firmenbosse. So, da wurde dann mal gesagt, okay. Dann wird Christian Salvator mal Zweiter, Colombo gewinnt, der das, wurde ein bisschen hin und her geschoben. Das allererste Mal, als ich mit 22 Jahren, das erste Mal quasi nicht kriminell, aber da was mitbekommen habe, wo ich eigentlich als ehrlicher Sportler nie dran geglaubt habe, dass es sowas gibt. Da wurden Wettscheine einfach hin und her verkauft. So. Was für eine Leistung gab es denn gegen so einen gekauften Deal oder gegen ein Wettergebnis? Man konnte was genau vorher bestimmen durch einen Geldbetrag? Ja, da kriegten wir ein paar Mark in die Hand gedrückt. Die Wettbürobesitzer haben was verdient, haben viel Geld verdient und eben der normale Bürger hat das geglaubt und Man konnte kaufen, wer gewinnt? ja, wer gewinnt oder man konnte da auf Prämien setzen, das war Endergebnisse und so weiter, wer fährt ins gelbe Trikot und ja. Und wer einmal gefault hat? Ja, Sowas wurde auch mal so, sowas, besprochen. sowas ist alles drin, ja. Da hebst du der Hand und sagst du, hör mal, ich habe einen platten Reifen, einen Kilometer vom Zieleinlauf, so. Dann bist du auf einmal Letzter, vom Ersten zum Letzten. Da ist, Hand heben heißt Reifen platt, bumm, wie es aufgehängt. Dann, oh.
Das war auch vorher abgesprochen. Ja klar, das habe ich gesprochen. Das war, wenn Sie zum Sechstagerennen gehen, ich möchte so meine Kollegen da nicht reinreißen. Wir reden da von Show und ein bisschen Spaß und so weiter, ja. Aber im Prinzip, man weiß ja auch, was jemand kann. Man weiß ja, ob man sich jetzt bekämpft bis aufs Blut und bekommt das Ergebnis unter Qual, unter Zwang, unter Höchstleistung. Man bespricht sich das vorher, so wie es eigentlich rauskommen würde. Dann das Resultat ist vielleicht dasselbe und hilft ein bisschen dem Glück nach. Das war alles. So, dann gab es auch Erlebnisse in Südafrika. Große Politiker kamen angereist. Irgendwie nach dem Abschaffen der Apartheid, das war Anfang der 90er Jahre, war zu vergleichen mit dem Fall der Mauer in Ost-Berlin. So eine ähnliche Entwicklung machte man dann in Südafrika auch durch. Jetzt kannten wir ja natürlich, wie sowas geht, Geld verdienen mit Leid anderer Menschen, mit Raffgier durch den Mauerfall, mit Ländern aussauern. Dieselbe Entwicklung gab es dann in Südafrika auch. Denken Sie heutzutage mal, sind 30.000, 40.000 Morde in diesem Land. Die Kriminalität ist die höchste der Welt. AIDS-Rate, Mord, Betrug, Bestechung und so weiter. Auf einmal kommen deutsche Firmen angereist. Firmenchefs, Politiker, der halbe Bundestag, immer mit irgendwelchen konstruierten Sachen. Mandela besuchen, das den Menschenrechten auf der Spur helfen. Das ist alles dummes Zeug mit diesen Menschenrechten und arme Kinder in Not. Also vorgetäuscht. Ist alles vorgetäuscht, ja. So, es muss ja kein Joschka Fischer hinfliegen, der sagt, er braucht Nutten, er braucht Kokaine, wo dann im Bundestag im Nachhinein durch meine Aussagen, auch wie ich das hier gemacht habe, so ein Mann zu Fall kam, Vollmer, Fischer, Trittin, hat ganze Socks, ja, die haben sich Nutten bestellt, die haben Kokain geraucht in der deutschen Botschaft auf der Adresse 221 St. Martini Gardens, die deutsche Botschaft wurde geleitet von Frau Haider, da gab es einen Eingang, B hieß das unten, so, und immer, wenn dieses ganze Pakt da ankam, Bundestag, Politiker, konnte man sehen, das Rauchschiff wurde auf einmal knapp. Die Straßendealer hatten nichts. Ja, so, sobald diese Leute wieder weg waren, ging es wieder zurück. Das Ende 2004 oder 2005 unter der Regierung Schröder noch, wurde es an Sondersitzungen im Bundestag erlassen, über diese Vollmer-Erlässe oder Fischer-Erlässe, wo es darum ging, Reisepässe gegen Prostitution, deutsche Staatsbürgerschaften gegen Kokainhandel. Das sind also Fakten, hier ist ja nichts. So, und ich war mittendrin, kann das ein für alle Mal bestätigen. Wir haben oft genug Anrufe bekommen aus der deutschen Botschaft. Nutten, Kokain, dies, das, jenes, wurden da auch erpresst, wurden da, wie auch immer, ausgenutzt. So, das sind eben Fakten. Und diese Fakten senden natürlich ein ZDF nicht, sind natürlich peinlich oder eine ARD. Ja, dann gab es aber auch Vorfälle, dass jemand mal diese Drogen liefern musste. Und Sie hatten doch damals so freien Zugang. Naja, was ist das freien Zugang? Botrat. Es ist ja irgendwie eine komplette Entwicklung, ja. So wie ich nie mit Wettbüro oder Spielerei zu tun hatte, hatte ich eigentlich auch nie mit Drogenhandel oder sowas zu tun gehabt. Der Bundestag hat mich zu einem schlechten Menschen gemacht, dieses Land, ja. Es waren ja Leute wie Herr Schäuble, wie die Uniklinik Freiburg, wie Dr. Huber und so weiter, das Team Telekom, die uns Sportlern mit Drogen vollgestopft haben. Die gesagt haben, du frisst das Zeug oder du fährst nicht zu Olympiaden. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pillen in der Hand hatte. Die kamen von Dr. Huber aus Freiburg, das war 1993 zur Friedensfahrt. So war mein Erstkontakt überhaupt mal zu Opiaten, Kokainen, Schmerzmitteln und so weiter. So, und aus dieser Situation hat sich das irgendwie mal fortgesetzt, dass man weit weg wollte nach Südafrika, wollte ein neues Leben beginnen, wird quasi von diesen Leuten verfolgt. So, und hab dann eine Frau kennengelernt, hat eine normale Familie gegründet, mir ging es eigentlich ganz gut, ich habe mich wohlgefühlt. Auf einmal kommen diese Leute an und sagen, hör mal, wir wollen was. Wir brauchen dies, das, jenes. Sie kamen zu uns an, zu meiner Frau. Eine Frau hatte einen legalen Massagesalon. Naja, legal, aber auf dem Papier legal. Wir haben unser Leben gemacht. So, diese Politiker haben uns erpresst. Dann haben wir gesagt, so, entweder Drogenlieferungen, Nutten oder ihre Frau darf nicht nach Deutschland einreisen. Die wussten ja ganz genau, was kam. Für unsere Zuhörer möchte ich sagen, meine Frau hieß Susanne Schulz. Ich habe sie sehr lieb, immer noch.
Sie ist leider ermordet worden. Meine beiden Kinder haben ihr Leben verloren, sind ermordet worden. Und von deutschen Seiten sind keine Ermittlungen aufgenommen worden. Obwohl deutsche Bürger hier ermordet sind, ist ein Unding, so. Und irgendwie, wenn man diesen Film sieht, kann man ja mal nachschauen, Internet, die Verbindung zwischen Susanne Schulz und Onkel Jackie, Jackie Lanty, wie auch immer. Und dann wird einem so einiges klar, was da so in den Hinterköpfen der Politiker spukte. Sie wollte zur Entbindung wegen eines Kindes. Was passierte da? Ja, sie wollte unser Kind Siegfried, meine Frau war im 9. Monat schwanger oder im 8., wollte nach Deutschland reisen. Wir haben versucht und Anträge gestellt bei Frau Haider, bei der deutschen Botschaft, legal nach Deutschland einzureisen, um diesem ganzen Sumpf dieser Korruption, dieser Morde und der Vergangenheit meiner Frau zu entfliehen. So, auf einmal heißt es, es geht nicht, dies geht nicht, das geht nicht. Ich fahre nach Deutschland, habe bei Jürgen Rüttgers helfen. Der Mann hat mir geholfen, soweit er auch konnte. Ich will auch hier mal kleben, da so verbohrt. Und nutzt einfach 10.000. Sondern einen Job in Deutschland. Wie gelangten die Drogen in die Botschaft? Wie viel war es am Tag? Es war schon reichlich, was da umgesetzt wurde in der deutschen Botschaft. Man muss das ja auch mal so sehen. Kommt ein Anruf von irgendjemandem, der nennt sich Müller, Meier, Schmitz, und er hätte gerne was bestellt. So, vielleicht eine Masseuse, weil er lange gearbeitet hat am Rücken. Und dann fuhr man dahin, ging an den Seiteneingang, war vorne eine Kamera, muss man vorstehen, klingeln, dann hat einer geguckt von den Securities, ging das Tor auf, ging es hinten durch, und dann hieß es, aha, Sie sehen es schön, dass Sie hier eine nette Masseuse haben. Wir bräuchten zur Entspannung noch was anderes. Es wurde an der Tür verhandelt. Am Türspalt wurde dann verhandelt, okay, Heroin noch oder Kokain oder Pillen oder wie auch immer. Wir haben hier kleine Party, kleine Gäste. Um zu gucken, Gäste, Joschka Fischer war wieder anwesend. Also war es ganz klar. Eher Folge, es sind ja viele, viele Leute, da eine Party gemacht haben, sich wieder weggekokst haben. Und so weiter. Und wir waren eben nicht die Einzigen, die angerufen wurden, Kollegen oder andere, wie Köbis mit seinem Saunaclub oder Madonnas oder Guys and Dolls, die haben auch geliefert, ohne Ende. Immer an der deutsche Botschaft, 221b, der Nebeneingang. Wir reden auch nicht nur von der deutschen Botschaft, andere Länder waren auch daneben, in St. Martini Gardens. Also, das muss man alles mal in diesem Kompletten sehen. Wir waren es nicht alleine, sondern andere aus Seapoint haben auch geliefert. Und die deutsche Botschaft war es nicht nur alleine, sondern andere Länder hingen auch da, die tüchtig bestellt haben. Ohne Skrupel, ohne irgendwas. Die Drogen gingen zum Großteil an deutsche Politiker. Ja, ja, warum bestellt man sonst die deutsche Botschaft, ja? So, wenn es irgendwer anders wäre, könnte man ins Hotel gehen oder so. Wir haben ja auch an normale Kunden beliefert. Die wollten vielleicht mal Gras rauchen oder mal... waren auch hochrangige Industrielle mal dabei, die haben ganze Hoteletagen bezahlt, die sagen, komm mal rein, mein Name ist dieser. Also ich möchte die Namen nicht nennen, weil die Leute auch fair waren zu uns. Ja. Da haben Politiker Kokain bestellt in große Hotels. Mount Nelson ins 12 Apostel und so weiter. Cunningham Hotel, Holiday Inn. Möchte aber das. Ja, wie viele Politiker waren dort Kunde? Bei uns oder generell? General. Also man muss das mal so sagen, dadurch, dass die Erde keine Scheibe mehr ist nach Kolumbus, sondern rund, scheint in Südafrika zwischen Oktober bis April die Sonne. Bei 30 Grad konstant, du hast einen strahlend blauen Himmel, du hast ein wunderschönes Meer, du hast also die Sunshine-Garantie. So, und jeder möchte natürlich hin. In Deutschland ist im November Mistwetter, ist am Regen, am Schneien, am Hagel. Südafrika ist einfach ein Paradies. Kapstadt ganz besonders.
Diese Stadt Kapstadt ist einfach wie eine große Kneipe, wie eine große Partymeile. Jeder fährt nach Kapstadt, jeder Politiker, jeder Industrielle war schon da. Es macht einfach Spaß, da zu sein. Man kann sich mit Geld alles kaufen, das Land ist korrupt, es ist bestechlich. Das heißt, das kann sich jeder das selber ausdenken, was da los ist. Da arbeitet keiner, es geht einfach nur um Spaß haben, Geld zu konsumieren, verbrennen. Denken Sie bitte an den Arms Deal, heißt das, Armeegeschäft. 68 Milliarden Euro im Jahr 2003 für alte Schiffe, die aus Deutschland dahin gekarrt wurden und so weiter. Da sind Millionen und Milliarden geflossen an Schmiergeldern. Das kann man kaum glauben. Es sind Yachten gekauft worden, Partys gemacht und so weiter, Geld verplempert, Champagner bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. Es gab Politiker, denen Sie was direkt in die Hand gedrückt haben? Naja, ich hau einfach mal die Namen jetzt platt raus. Dr. Heugel, auch Norbert Burger. Es waren, Johannes Rau lebte zu der Zeit noch, er fuhr eine andere Schiene. Er ging nach Thailand mit seinen Kindern da in seinem Gewichtheberverein. Aber dem Norbert Burger und dem Dr. Heugel, glaube ich, direkt in die Hand gedrückt. Schwerverbrechen, so. Die haben den Dieter Kossler erpresst vom Polizeisportverein Köln. Da sehen Sie, Polizeisportverein, heute SPD, Jürgen Rothers hängt mit drin und so weiter. Er hat mir gesagt, okay, Dieter Kossler, wir fahren mit als First Class, deklariert als Betreuer für irgendwelche Radrennen, Manager, der wurde ihr Haftbefehl gesucht, der Herr Heugel, hat im Gefängnis gesessen, hat sich da gut gehen lassen. Nutten, ihr habt der Giebecker zu besorgen. Nummer 3 ins Rot. Kokaine, Champagner reingehauen, das Zeug und so weiter. Und es hieß, wenn das ein Wort an die Öffentlichkeit kommt, ist eure Sportkarriere gelaufen. Dann gibt es kein Geld mehr vom Flughafen Köln, kein Geld von der GEW, von der KVB, das sind die Kölner Verkehrsbetriebe, kein Geld der Stadt Köln mehr, kein Geld von der Messe Köln mehr und so weiter. Wenn Sie jetzt einmal schauen, was alles abgeschafft ist, das Sechstagerennen durch die Messe Köln, der Trinikens im Gefängnis gesessen, wie auch immer und so weiter und so weiter. Also das ist Erpressung auf allerhöchstem Niveau. Und Dr. Heugel kam selber, hat sich das Zeug in der Dingens drücken lassen, sagte, oh, da steht sein Schwanz immer besser, er muss die Pillen haben, da können sie ihn besser dran rummassieren. Das muss man auch mal so sagen. Und trotzdem hält die SPD und alles zu ihm. Also müssen dann noch andere Sachen wieder von oben, die ihn decken. Das war zu dieser Zeit. Er hat ja auch Schröder getroffen. Er hat ja Joschka Fischer getroffen. Das waren die Leute, wo ich eben von sagte, die auf der deutschen Botschaft immer sagten, ja, müssen anrufen, brauchen eine Masseuse. Von den Leuten weiß ich, dass wir mit zu tun hatten. Wir haben eben diese Reisepässe und diese Visa abgelehnt. Ich glaube, ich das Zeug so in die Hand gedrückt. Schon mal bald hat er zerschlagen. Lady in Gardens Court. Gibt's da irgendwelches Insiderwissen über dieses Sechstagerennen? Das war's. Wurden auch Halle in Köln, und das weiß, glaube ich, jeder Kölner und jeder Rheinländer, war was ganz, ganz Besonderes, was es hier gab. Dieses Sechstagerennen lebte, die komplette Sporthalle war irgendwie zur Weihnachtszeit, wurden die Sechstagerennen gefahren, war ein Anziehungspunkt für jeden, der Spaß hatte am Sport, an Unterhaltung. Für uns normale Bürger war es schön. Die Politiker haben das Ding natürlich ausgenutzt. Wer hing wieder drin? Der Bauarbeiter Josef Esch, der sich dann Esch und Offenbach Fong nannte, der sogar geschafft hat, eine Frau Schickendanz von der Karlstadt Quelle AG 4 Milliarden abzunehmen, ein Bauarbeiter aus Köln, der dann mit seinem Rückzug mit der Judenbank, mit Oppenheim Salomon mit drin hing. So, die ganze SPD ist ja gescheitert mit über 40 Leuten. Der Frau Hetterich, die heute den Deutschen Kinderschutzbund leitet, Rüther hing mit drin im Sechstagerennen. Die ganze Sporthalle wurde abgerissen. Und dafür wurden Messehallen gebaut. Die Messehallen, das ist alles so krumm, daher kommt dieser Name Kölsche Messeskandal. Es ist aber kein Skandal, es ist ein Betrug, eine Betrug an der Bevölkerung, am ehrlichen Arbeiter, am Steuerzahler. Dieses Herz rausreißen aus der Seele, Sechstagerennen abschaffen, durch Hochglanz, Champagner, Paläste da ersetzen, Millionen aufgefahren und ist einfach, es hat auch mit Klüngeln nichts zu tun. Ist, ich kenne, wo man sich hilft. Wir Sportler müssen drunter leiden, werden solche großartigen Sportveranstaltungen, Holiday on Ice, KIC, Motocross, lachende Sporthalle, Sechstagerennen, die Nacht, Toni Bernhards, der mit Friedhelm Beate die großen Radrennen veranstaltet hat, den Silbernen Adler, alles ist weg.
So. Und wer hat die Taschen voll? Der SPD. Die CDU hat sie auch voll, muss man auch mal sagen. Die CDU hat sie aber nie erwischen lassen. Waren bei diesen 6-Tage-Rennen denn gewisse Dinge käuflich, so wie irgendwelche Bauvorhaben? Das ist doch nicht Ihr Ernst, die Frage. Das kann man ja kaum, das kann man ja kaum glauben. Wenn ich jetzt sage, der Trinikens, der an Herzinfarkt leidet, baut eine neue Müllkippe in Köln, die hat mehrere Milliarden gekostet. Der hat über 100 Millionen D-Mark, zu der Zeit über 100 Millionen D-Mark Schmiergeld bezahlt an Norbert Heugel, an Rüter, an diese ganzen Antwerpen. Waren ja alle zu Gast bei dem 6-Tage-Rennen. Ja, die Frage beantwortet sich von selber. Da werden Milliarden in Sand gesetzt. So, und die Leute waren mit 6-Tage-Rennen alle sich einig. CDU mit SPD, kann man ruhig mal sagen. Die FDP hing auch ganz schön mit drin, ja. Da wurde geschoben, gemagelt, Sozialverbände eingeschaltet, Gewerkschaften hin und her. So, das hieß immer, okay, dafür kriegt der Sportler ein paar Pfennige ab, wie mit der Gießkanne, ein paar Tropfen. Und so wurden wir erpresst als Sportler. Entweder ihr akzeptiert das oder eure Sporthalle ist weg. So. Und weil eben die Halle weg ist, gibt es ja jetzt nichts mehr, was man erpressen kann. Der Kossler ist tot. Der Polizeisportverein Köln ist abgeschafft von Herrn Rothers. Die Sporthalle ist abgerissen. Das Radrennen Silberner Adler gibt es nicht mehr. Auch von Toni Bernhards und Friedhelm Beate, das Radrennen Köln-Schuld-Köln ist weg. Ja? Was willst du da jetzt noch einen erpressen? Aber da wurde geschoben und gemagelt. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, RTL, Fernsehsender, Sporthalle. Esch-Offenbach, Bauvorhaben, städtische Sachen, was nicht fertig wird, U-Bahnen, die einstürzen, wo eine U-Bahn-Gesellschaft sich selber kontrolliert. Der Herr Reinhardt geht mit 5 Millionen Euro in Rente mit 50 Jahren. Sind Menschen gestorben. Trinikens, Müllkippe. Sie müssen nicht nach Italien gehen, nach Napoli, wenn Sie Mafia kennenlernen wollen oder Sizilien. Sie brauchen nur bis Köln, bis zur SPD gehen. Also das, ja, das beantwortet die Frage. Auf diesen Sportveranstaltungen wird eben gemagelt und die Aufträge in die Nähe geschoben. Wir erinnern uns ja alle jetzt zum Beispiel an Uli Hoeneß, diese Geschichte Steuerhinterziehung oder nicht. Gucken Sie doch mal rein in Bayern München, dieses Da ist mal wieder der Fußballschatz, dass ich das direkt. Ich kann es nicht ändern. An mir liegt es nicht. Es wird beim Übertragen gestört. Es hängt immer noch. Diese Pflanze unten, der sieht auf einmal, wenn da pro Köln Leute Orte, wo ich. Haben auch alle bald. Es ist ganz besonders ums Fahren, auch Jürgen Rüttgers, das muss ich auch nochmal ausdrücklich sagen, fair und ehrlich. Und dem Dr. Worms ist es immer Angst und Bange geworden, wenn irgendwie ein Sportler in Bedrängnis kam, der könnte etwas schlecht. Über sehr große Angst von hat Pacer setzt allein Schläger oder so was gefändet in Flughafen am Frankfurt, nachdem sie Wimbledon gewonnen hat. In der einen Hand wird sie vom König von England noch begrüßt, von Prinzessin Diana, kommt nach Deutschland, dreht einer durch auf dem Amt und sagt: Hör mal, Mädchen, hier fehlt eine Steuererklärung, der Vater muss ins Gefängnis und wie und wo und was. Hier fehlt einfach das Feinspitzengefühl, was in anderen Ländern ganz klar gibt. So. Und diese Frau lebt nun in den USA mit André Agassi, schimpft auf ihr Land, genau wie ich das mache. Ähnliche Fälle sind wie Michael Schumacher oder Ralf Schumacher oder Boris Becker. Ist doch klar, dass die Leute die Koffer packen und sagen, wir haben die Schnauze voll. Es geht ja gar nicht um Steuern sparen. Es geht, wie ein Land uns behandelt, die was geleistet haben. Familie Geis ist dasselbe, waren unsere Nachbarn. Robert Carmen
Michael Geis, mit Miro, mit der Fabrik, der hatte einfach die Schnauze so voll, nachdem die Stadt Pulheim ihm so viel Stein in den Weg gelegt hat. Die Sachen gepackt, geht nach Monaco. Er verlebt alles. Ein paar hundert Arbeitsplätze weg, Ende. Meinem Freund Dieter Dahms ist dasselbe passiert. Er hat mit dem Team Coast, diese Kleidungsgeschäfte Coast, ein eigenes Radteam gehabt, hat Jan Ulrich aus der Scheiße geholt, hat den Mann starten lassen bei der Tour de France. Was ist passiert? 2 Tage bevor der Start war, kam so ein doofer, idiotischer Finanzbearbeiter aus Duisburg, das komplette Team gefändet, konnte er nicht eine Woche warten, war Ulrich im gelben Trikot gefahren bei Coast und alles wäre gut gewesen. So ist übrigens so ein Bianchi-Team da entstanden. Das muss man mal sagen, da sind Leute, die haben Geltungsbedürfnis, die sind verbohrt, die sind bekloppt, die machen hier das Land kaputt. Und der Politik ist das bewusst und die Entschuldigung, Doktor. Ja, an mir liegt es nicht. Also ich unterbreche das hier nicht, aber es kommt gleich wieder der Ton. Frieden war, der gut uns im Sport behandelt hat, ein ehrlicher, fairer Mensch. Die ganze Familie kann nicht gut. Er war im Sportverein bei Adler Köln. Hier im Kölner Norden, beim Toni Bernhards, beim Dachdecker, wurde sich immer getroffen, Kurt Weilweg. Friedhelm Beate war vom Beruf Fallschirmspringer, war in so einer Sondereinheit beim Militär als Fallschirm. Überwachung, gut für uns Sportler. Dieser Mann ist unvergesslich. Er hat vieles gemacht für den Sport hier in Köln, genau wie Kossler, wie Kunde, wie Wolfsohl. Aber dieser Mann ist auch unvergesslich deswegen, dieses große Leid, was man der Witwe angetan hat. Einfach, der Mann wurde einfach erschossen von der Polizei. So, uns wurde Rede- und Schweigeverbot erteilt. Es gibt keine richtige Ja, der Kanal wird gestört. Ihr habt gerade eben auch die Einblendung gesehen. Die Jungs, ein Mann, der einfach erschossen wird von der Polizei. Weil die sagen, ja, wir hatten gedacht, es wäre einfach ein Einbrecher gewesen. Ein friedlicher Rentner, der in Thüringen im Nordhausen wandern war. So, dieses Jahr, Polizei hat eine Fahndung nach einem Massenmörder, der wandert in Thüringen. So. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie viele Wanderer gibt es in Thüringen? Wie viele einzelne Männer, die abends im Rucksack? Was heißt Redeverbot? Gab es da irgendwie sowas wie ein direktes Redeverbot über diesen Sachverhalt? Ja, noch nicht mal die Witwe weiß, was da genau passiert ist. Die Witwe geht hin zur Polizei, und obwohl wir beste Kontakte haben zur Polizei, selber über den Polizeisportverein Köln damals, über den Dieter Kossler, über den Jürgen Rothers, noch nicht so wie er heute ist, der Herr Granitzka hing noch mit drin, sondern wir möchten ja mal die Akten sehen. Die Akten sind einfach unter Verschluss, die sind verschwunden. Keiner weiß, was passiert ist. Wir als engste Angehörige, engste Freunde wissen nicht, was passiert ist. Das ist ein Unding. Da ist ein Mann erschossen, der ist hingerichtet. Es ist noch nicht mal eine Entschädigung bezahlt worden an die Witwe, noch nicht mal ein Grabstein. Das hat mich dazu bewegt, einmal hier aufzutreten. Das ist eigentlich der Hauptgrund dieses Interviews, mal zu sagen, schämt euch was, so einen Mann mit so einer Boshaftigkeit zu behandeln. Wir Sportler treten hier mal auf vor dieser laufenden Kamera und sagen, so behandelt man Leute nicht. Es müsste wenigstens mal eine Straße nach ihm benannt werden. Oder ein Ehrentag oder eine Radtour oder wie auch immer, irgendwas, nichts. Die Politiker sind einfach Dreck. Es gibt gar nichts. Am Aachener Weiher an so einer Bank hängt so ein verrostetes Schild darunter. Das ist alles, was das so Mann wert war. Und das ist dem nicht würdig. Es kam gerade die Frage, ob heutzutage sich was geändert hat an der Drogenpolitik, an den Politikern. Kann man natürlich ganz klar Nein sagen, auch wenn ich es jetzt nicht mehr so beweisen kann, wie wo ich früher am Dr. Heugler in der Hand gedrückt habe, aber die Sache, die fressen sich an den Buffets durch, so hier und da kommt man in der Öffentlichkeit, ob es Friedmann ist, der Jude von der CDU, ob es ist Edati von der SPD, ob es jetzt der Neue ist, ob es irgendwelche Sachen sind, Christian Wulff, Nutte, Scheidung, Nicht-Nutte, ob es Niebel ist von der FDP, der in Afghanistan hin und her fährt und Teppiche klaut, das alles war einmalig passiert. Nein, sie haben nur einmal erwischt. Also an der ganzen Geschichte hat sich nichts geändert. Es ist immer noch derselbe Bundestag. Da sitzen nur gefälschte Doktortitel. Wenn die da mal schreien würden, müssen sie alle aufspringen und rauslaufen. Also das ganze Land ist nur ein Sumpf, ein Gemenge, ein Gemisch von Korruption.
von Gaunertum. Sie müssen mit zur Korruption nicht nach Russland fahren oder nach China oder nach Nordkorea oder zur Mafia nach Italien. Können Sie alles in Deutschland haben, Köln ganz, ganz speziell. Und wir bezahlen das, wir ehrliche Arbeiter. Das muss man ganz klar mal so sagen. Da hat sich auch nichts dran geändert in der Lage. Das sieht man ja nun auch mal. Kann man sich ja so vorstellen, so wie im Film? Ja, nicht, das ist, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Es war aber so, du kriegst einen Anruf, so und so, eine Masseuse, das und das, Eingang ist Ihnen ja bekannt, und dann sage ich, wie läuft das dann ab? Sage ich, die Botschaft ist doch verriegelt, ist doch zu, da sind ja Gitterzäune, heißt es, nein. Sie stellen sich vor die Kamera an der Botschaft, Sie klingeln am Haupteingang. Die Kamera sieht dann, wer Sie sind oder wer die Frau ist, und wie durch ein Wunder ging die Eisentore auf. Konntest du mitten in die Botschaft reingehen abends? Dass das Thema ja bekannt ist, mittlerweile Rauschgift Politiker. Das, also, Rauschgift im Wert von 10.000 Mark. So kann man das sagen. Also wir reden hier nicht über Erdnüsse, sondern über... Wie war das so? Weiße Pulverpäckchen mit einem Blatt oben drauf oder wie sieht das aus? Na, das sieht... Mensch, das sieht aus wie runde Kugeln, kann man sagen. Wie kleine Kugeln, wie so runde Pralinen. So, das sind dann 2-3 Gramm, die sind dann eingepackt. Von diesen runden Kugeln hast du dann so eine ganze Handvoll, so dass jeder direkt immer Portionen hatte da. So wie in so blauen Einkaufstüten, so klein wie Kügelchen, ich weiß, wie Erbsen ist 1 Gramm oder 0,5 Gramm, dann gibt es dicker. Eben wie Knallbonbons oder wie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Was war am meisten da in diesen Bonbons drin? Kokain, was meist war Kokain? Kokain. Ja, manchmal hieß es dann, bring noch Feuerzeuge mit. Glasröhrchen waren sehr gefragt. Da konnte man da mit so einem Sieb drauf. Das nannte man Crack, glaube ich. Honey Hit. Und wie das ging, wurde in der Fahrradspeiche nochmal ausgekratzt. Also ich meine, da musste Glasröhrchen zu einer Botschaft liefern, Fahrradspeichen, Feuerzeuge. Die haben alles immer vernichtet, damit nichts da ist. Können wir uns Normalsterbliche nicht vorstellen, aber offensichtlich ist das so. Ich höre mir das alles an und ich bitte euch, das anzuhören. Und ihr wisst, glaubt mir nichts, recherchiert selber und verbindet dann die Punkte. Das hat Roger Bittel mal eingeführt sozusagen und hat völlig recht. Glaubt nicht einfach was, hört zu und recherchiert selber. Ich glaube nicht, dass der Kölner Stadtanzeiger da groß recherchieren will oder die Bild-Zeitung oder Express Süddeutsche Zeitung oder der Staatsschutz in Köln. Die gehen lieber auf. Es war wunderbar. Der Seite lang der Wohnschaftsangehörigen. Die Päschchen, die haben ja gewohnt. Ja, die Störung ist ein die haben riesen Villa. Dann gab es Bargeld so auf. Ja. So, wie wenn du beim Türken mir traust, das war alles. Hast das eingesteckt? Meistens ging meine Frau rein, 2 Schritte, so bis hinter der Tür zu. Sie kriegte das Geld und ging wieder. So. Haben mir dann erklärt, ja, da waren Stehtische drin, da waren Politiker drin, da waren ein paar Nutten drin, daher wusste die, dass die Konkurrenz noch Nutten geliefert hatte und so weiter. Ja. Bekannte Politiker? Sie kannte die ja nicht kennen, aber wenn du in der Zeitung guckst, da steht drin, Joschka Fischer ist im Anmarsch und Trittin ist im Anmarsch und das und auf einmal wird nach Kindersex da gefragt und so weiter und das Rauschgift geht höher. Sind da alles so alte Demonstranten, RAF-Terroristen und so weiter, ja? So. Die feiern nicht alleine. Joschka Fischer fährt nicht alleine wie wir hin mit dem Urlaubsjet. Ja? Er fliegt mit dem Bundeskanzlerjet, hat 35 Mann im Gepäck. Ich wurde angegriffen im Oktober von 4-5 besoffenen Leuten auf der Kölner Ringe, diese Problemzone, wo es ist. Da ich aber meinen Mund aufmache und mir das Mund nicht verbieten lasse, kommen Gerichtsurteile raus von Richter. Ich hätte 5 Leute zusammengeschlagen als alleine. Bin ich King Kong oder was? Ja, muss ja Geldstrafen zahlen. Diese Situationen, dass hier Leute einfach verurteilt werden, wie in einem Glücksspiel, in einem Würfelsystem, ins Glaskugel gucken, ich glaube, das ist uns allen bekannt. Tag und Nacht stehen Polizeiautos bei mir vorm Haus, überall heißt es, ich soll es Fingerabdrücke abgeben, man will mich hier mundtot machen, kaputt machen, mit allen Schweinereien, alle Sauereien. Ich lasse mir das einfach nicht bieten. So einfach ist die Wahrheit. Es greift keiner 5 Leute an, die Richter müssten mal ihren Kopf einschalten. Das ist nicht nur ein Fall, das ist bei vielen Leuten so.
Da wird einfach irgendwas drauf los entschieden. Einer, der nicht passt, der verliert oder manchmal hat eine Gedächtnislücke, wie auch immer. Und dann sind dann so Gerichtsprozesse. Salafist sticht dem Polizist im Messer ins Bein. Der Türke oder der Salafist braucht nicht ins Gefängnis. Der kann frei abziehen in die Türkei, weil es in seinem Glauben so üblich ist. Ja? Unglaubliche Geschichten, was in dem Land ist. Deswegen stehen mir der Ukraine nichts hinterher oder Nordkorea. Tiffe, Sport FM. Was war das für eine Uhrzeit, als sich das zutrug mit der Frau und den vier Bösewichten? Es war irgendwie 23 Uhr oder kurz vor Mitternacht. Eine hilflose Frau liegt am Boden. Ich meine, diese Sache ist ja schon durchgekaut worden. Der Radiosender Big FM und RPR hat sofort eine Sondersendung geschaltet, was ich auch mal veröffentlichen kann, ja, was hier los ist in dem Land. Die Radiosender haben bei Gericht protestiert und haben gesagt, hört mal, das ist ja Unrecht, was hier abläuft. Das ist eine hilflose, blonde Frau, die wird von mehreren Leuten attackiert, mit Bierflaschen, wie auch immer. Die Leute waren alle besoffen. Die wollten diese Frau vergewaltigen, ganz eindeutig. Und zufällig komme ich da vorbei, rufe die Polizei oder helfe oder mache ein paar Fotos und schon war ich ja Bösewicht, bin ich verurteilt worden, weil ich einer Frau geholfen habe. Und trotzdem, dass die Polizei rechts und links neben mir stand, werde ich angegriffen mit Messer, Flaschen und so weiter. Die Polizei sagt, nein, wir verhaften die Diebe nicht. Wir wissen ja, sie sind der Tiffe und so weiter. Ja, der Gerichtsprozess wurde einfach eingestellt. Ich muss eine Geldbuße zahlen, fertig. Wie viel? Mehrere Tagessätze. Drei Raten nach 100 Euro. Wie auch immer. Die Menge ist eben dabei nicht entscheidend. Es ist einfach entscheidend, dass das nicht geht. Ich kriege Flaschen an den Kopf, ich werde angegriffen. Die Polizei sagt, das schadet Ihnen. Wir kennen Ihren Namen, sind Sie selber schuld, ja? Könnte nicht sein. Und es wurde nichts weiter ermittelt. Die Frau ist bis heute unbekannt, ja? Mir sagt man nichts. Das hat wieder so einen Charakter Friedhelm Beate. Der Mann wird ermordet, keiner darf was wissen. Steht hier mehrmals in der Woche die Polizei in der Straße? Also bei mir steht fast täglich die Polizei vorm Haus. Ist mir unbegreiflich. Öfter, wenn man mal fragt, was das ist, nein, darf man nicht drüber reden. Und seltsamerweise kriege ich so Briefe, Einladung zur Fingerabdruckserkennungsmaßnahme, polizeiliche DNA-Abgabe. Kriege ich jede Woche so Blätter geschickt vom Polizeidirektorium. Ich werde kommende Massenmörder. Ich hätte so viel Dreck am Stecken. Man würde mich klein machen, kaputt machen. Ich würde keine ruhige Minute mehr haben. Und irgendwie passt das ja dazu. Weil ich habe noch nie eine Polizei gesehen, die sich einfach grundlos da wohl hinsteht. Da kommt dann irgendeine Ausrede, die zählen den Verkehr. Aber gibt es diese Leute, die sind belastet alles sehr. Wenn ich Bild, immer wenn die meinen Namen eingeben, kommt da rot, ist das gesperrt. Da sind Nummernschilder verschwunden, kommt Gerichtsvollzieher, sucht Autos, Polizeifahndung nach Autos, nach gestohlenen Nummernschildern, Krankenkasse. Ich als Deutscher in Deutschland habe 3 Jahre keine Krankenkasse gehabt. Wissen Sie, was das eine Belastung ist? Weil irgendwelche Idioten Bundesgesundheitsministerium entschieden haben, ich hätte hunderte Millionen im Ausland. Ich wäre der reichste Mann der Welt. Und weil ich die Wahrheit gesagt habe. Weil ich ganz klipp und klar ehrlich bin, werde ich hier mit Methoden transaliert, die all... Ja, da sie mit einschaltet, gibt also manchmal eines Films verfällt. Da, also in Westdeutschland, in Köln. Bis Juni gewesen sein, kriegt man Urkunde.
Ja, ist ja klar, dass das jetzt sehr stört, was der da sagt. Ich habe mir das Twitter aufgenommen heute. So ich frage doch um die Like, hört gut, was ihr aber Spiegelrot vermischt hat, als ich am Deutschen Bergpreis in Floto den ersten Platz belegt hat im Alleingang, als wir eine fantastische Saison gefahren haben mit deutscher Meisterschaft, deutscher Vizemeister. Frank Nowak lebte noch, wir haben die großen Dinger abgeräumt und so weiter. So, und irgendwann kam dann ein Angebot von der Gesamtschule Chorweiler, das ist Köln-Chorweiler, der Ortsteil, wo der Verfassungsschutz beheimatet ist. Da hieß es: Hör mal, komm da hier als Starradfahrer auf der Schule, wir schenken dir das Abitur. Ich konnte mir erstmal nichts bei denken, aber habe das erstmal angenommen, wie auch immer. So, verantwortlich dafür war eine Frau Antwerpes, die heute heißt Frau Elfriede Schoo, die hier ihre komischen Sachen da aufführt. No, Ende vom Lied war: Die Schule hat gelogen, die SPD hat gelogen, die Grüne Partei hat gelogen. Ich habe das Abitur mordig durchkämpfen, floh bald von der Schule. Die haben sich die Taschen voll gemacht, die Mauer fiel, die Lehrer waren bei der Stasi, viele. So, was dann wieder hatte, dass wir gar nicht zur Bundeswehr mehr kamen. Als eine Stasi-Akte war deine Förderung. Leistung, Ehrgeiz und Fleiß in der Bundesliga bei Dieter Kossler, der wiederum abhängig war von der Polizei NRW als Polizeisportverein, wie auch immer, konnte dann aber gehen nach Warta in Österreich durch die großartige Friedensfahrt. Auch nochmal einen schönen Dank an sein Weltereignis. Sehr abgeschafft, Friedensfahrt, politischer Mord, eine ganze Sportveranstaltung, die größer war als die Tour de France, einfach weggebügelt. Aber immer wieder eingemischt. Jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt gehe ich als Sportler in die Politik. So, schauen Sie mal andere Länder, was da ist. Eine Olympiade in London. Die Queen macht eine Lotterie, die Sportler haben das Geld erhalten. Die ersten Plätze rollten nur so hin. China, die Olympiade, ein Welterfolg. Auch hier Über gefällt es seine mir die mit komplette Ferrari Terra. oder der Dortmund, Privatjets. So weit als Stadion halt Sportlehrer. Das Sozialsystem ist völlig am Ende. Kinder, Spielplätze, Schwimmbäder, es ist einfach alles marode. Und das ist der Dank der Politiker. Und jetzt ist Schluss. Es gibt nur den einen Weg. Sport gehört ins Grundgesetz. Sport gehört ins Grundgesetz wie Umweltschutz, wie Entwicklungshilfe, wie Asylministerium und so weiter. Sport gehört ins Grundgesetz und wir Sportler, die Ahnung davon haben, ich hier. Und deswegen gibt es dieses Interview. Deswegen möchte ich mich bedanken mit der Zusammenarbeit mit Udo Pohlmann und seiner Internetseite Kriminalstaat, weil was die da oben abziehen, ist. Die da voll, es reicht. Die Frau Schulz war damals auch mit im Geschäft drin, Anteilenreise. Naja, die Geschichte war ja so: Du lebst in einem Land voller Gewalt, voller Korruption, voller Morde. Ich wollte das nicht. Ich wollte meine eigenen Kinder nicht so aufwachsen sehen. Habe das erste Kind verloren mit einer Fehlgeburt, weil mein Vaterland mich schon im Stich gelassen hat. Und das war keine Fehlgeburt. Es war geboren, war nach ein paar Minuten verstorben nach der Geburt. Dann war sie schwanger und wird schwanger im Taxi erschossen. Und um dieser ganzen Situation vorzubeugen, haben wir gesagt: Wir möchten nach Deutschland. Einfach weg. Wo die deutsche Regierung, Joschka Fischer, Gerhard Schröder, haben sich ja dagegen gestellt. Und mein Name ist ja auch kein Unbekannter. Ich war ja wer, ohne dass ich hier mich groß tun möchte. Ich meine, wer war irgendwie auf einer Weltmeisterschaft gefahren oder wer war im Sport mal ganz oben? Das muss man ja auch mal sagen. Es haben sich ja Leute eingesetzt, wie Jürgen Rüttgers, der Norbert Arns hat sich ja eingesetzt aus Frechen, dem sein Sekretär. Worms hatte sich eingesetzt. Wir waren eine Größe, da unten war was da. Also, das war ganz klar ein Mord. So, und an diesem Mord. Was noch schwieriger ist, es sind ja deutsche Kinder, deutsche Personen sind ermordet worden. Meine Kinder sind Deutsche. So, warum macht dieser Staat da nichts? So,
Ich habe die Bänder mir kommen lassen von der Polizei, da war natürlich direkt da. Es gibt keine Bänder. In einem Land, wo gemordet wird, gestohlen, eingebrochen, wo alles auf Kamera ist, wo man auf Fingerabdrücke alles untersucht, wo jeden Tag jeder überwacht ist, wo man bis in kleinste Winkel reingucken kann. In dieser Situation wird eine Frau ermordet, mitten in der Stadt am Rathaus, Somerset Road, Innenstadt, Seapoint. Und es gibt kein einziges Videoband. War Stromausfall oder die Satelliten da sind abgeschaltet. Das war der Satellit, der das übertragen hat. So, jetzt frage ich Sie, wer kann Satelliten abschalten? Es kann nur die Telekom oder Regierungen oder sowas, ja? So. Das heißt, der Stromausfall war im Satelliten drin? Ich glaube, ja. Bin jetzt kein Techniker, wie sich das genau abspielt, aber die Überwachungen gehen in Südafrika über GPS, Global Positioning Satellit. So, auf einmal funktioniert das Ding nicht. So, wie die Frau tot war, der Täter war geflüchtet, es hört sich alles sehr abenteuerlich an, hat es sich wieder eingeschaltet. So, und seltsamerweise, ich hatte eine Lebensversicherung gemacht, noch 2-3 Tage vorher, hatte mich bei Jürgen Rüttgers wieder ausgeweint, sag ich, hier ist was im Busch, hier kommt was, hier ist eine große, große Gefahr, ihr müsst mir helfen. Da muss man nicht ausflippen oder wie auch immer, dass man sagt, mir reicht es, sowas Widerliches. So, wir haben jetzt öfter mal für Ihre Partei Wahlplakate aufgehangen. Da sind Sie angegriffen worden. Ja, ich möchte einfach mal dazu sagen, es ist ja nicht meine Partei, der Parteivorsitzende ist Herr Beisicht Markus und der Wiener. Die Judith Wolters. Ich habe ja eigentlich meine eigene Wahl gemacht für unsere Sportler und Pro Köln hat das unterstützt, sagen wir es mal so. Ich bin ja auch noch nicht mal Parteimitglied, sondern ich bin einfach normaler Bürger, dem es reicht. So, und ich habe ein bisschen mal mit angepackt, geholfen. So, und durch, warum auch immer, wenn du mit dem Auto ausliefern fährst, du hast mal was aufgehangen, kommst nach 50 Sekunden wieder, der Reifen eingestochen. Hier vorne in Pech auf der Straße. Dann haben sie versucht, mir das Auge auszuschlagen bei einer Demonstration in Riel, Horde Wilder. Polizei hatte dann irgendwelche anderen Leute verhaftet von Pro Köln. Ich habe fast mein Augenlicht verloren. Ja, auf Markus Beisicht, auf dem Vorsitzenden, wurde Mordanschläge verübt. Mit Pistolen, mit Gewehren ins Haus geschossen von irgendwelchen Salafisten. Also auf einen wurde mit dem Maschinengewehr geschossen? Man muss sich das ja so vorstellen. Um ein paar Zahlen zu nennen, was man so darf oder nicht darf. Geoffen saß und im Landtag, demnach kriegst du auch Poster zugeteilt, die du aufhängen darfst. Ich glaube, es waren in Köln oder im Umkreis Köln 8000 Poster dürfte pro Köln aufhängen. Und um 8000 Poster aufzuhängen, brauchst du natürlich mehrere Fahrzeuge, mehrere Leute, Leitern, Kabelbinder und so weiter. So, und in meiner Schicht, wo ich mal was aufgehangen habe für meinen Wahlkampf hier, wo mir die Reifen platt gestochen am Auto. So, das war noch das geringste Übel. Auf der inneren Kanalstraße, es waren Türken, die haben uns mit Gürteln und mit Dingens angegriffen, drauf losgeschlagen, mich und Michael Gabel. Die Polizei kam dann dahin, wir waren wieder die Schuldigen. Michael Gabel hat eine Sarah Borkow ins Gesicht geschlagen auf einer Demonstration. Sie dürfte gehen. Ich habe das mitgekriegt. Die Polizei sagt, das ist egal. Das ist pro Köln, das sind nur Asoziale und so weiter. Die haben alles so Scheinadressen, so Hausbesetzer, Ökotypen. Bei den Sozialverbänden sind die auf so Adressen gemeldet. Der Höhepunkt ist eben der Mordanschlag, der feige Mordanschlag auf Markus Beisicht und seine ganze Familie sollte ausgelöscht werden. Mit Schüssen auf sein Privathaus oben in Burscheid bei Leverkusen. Täter sind bis heute nicht verurteilt, die sind auf Kaution, auf freien Fuß. Das muss man sich mal vorstellen. So Leute, die mit Gewehren in Häuser schießen, die Leute umbringen, sitzen nicht im Gefängnis, sie sind auf freiem Fuß. Sind in der Türkei mittlerweile. Also man kann es kaum in Worte fassen. Ich bin durch Zufall in eine Demonstration von irgendwelchen Linken da reingekommen oder von irgendwelchen Asozialen mit so langen Bärten, mit so Gammlern. Wir haben sie saure rausgeschlagen. Ich war im Krankenhaus 2 Tage, deswegen kam die Polizei. Ich war falscher Ort, falsche Zeit. Ja, so wird hier Demokratie gemacht. Der türkische Ministerpräsident Erdogan kam extra nach Köln angereist,
und sagt, Köln muss türkisch werden, hier muss die Türkei hin, hat über 60.000 Leute mitgebracht, mit Bussen aus Dänemark, aus Holland, alle Türken von ganz Europa haben sie nach Köln gekarrt. Da haben sie gesagt, schlacht pro Köln kaputt, schlacht die Nazis tot, reißt alles ab. Die Politiker vor Antwerpes sogar hat hingestellt, nein, pro Köln sind keine Menschen, das sind Asoziale. Man kann die Plakate ruhig runterreißen, man kann deren Autos anstecken. Die SPD sagt sowas, das ist, die CDU übrigens auch. Also das ist, kann man nicht in Worte fassen, ja? So, das ist einfach unbegreiflich für einen, der hier zuhört, am Radio oder im Internet, dieses Interview verfolgt, ist einfach unbegreiflich. Da werden Leute verhaftet, Richter, Polizisten oder, wie heißen diese anderen Typen, Staatsanwälte, dieses ganze Gammelzeug da. So, die sagen ja, wir waren besoffen abends und da fiel uns ein, wir gehen mal Plakate abreißen und schlagen Autoscheiben ein. Man hat diese Leute verhaftet, hat gesagt, ja, das ist ja nichts Schlimmes, die haben halt Plakate abgerissen, das ist ja nichts, ist zwar eine Sachbeschädigung und so, aber das ist egal, sie haben ein gutes Werk getan. So wird Gerichtsurteil gesprochen, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Die Leute sind einfach kriminell, das ganze System hier ist am Ende, der Staat ist am Ende, meiner Meinung nach, wir brauchen noch keinen Bundestag. Belgien hat es gezeigt, es gab in Belgien 3 Jahre lang keine Regierung. Was hat's genutzt oder gebracht? Nichts. Hat ein König das Land alleine gemacht. Es hat funktioniert. So. In USA, ein Abgeordneter, das riesige Land USA mit Millionen Menschen, die haben 300 Abgeordnete, das war es. Da machen 300 Mann das ganze Land. Und es funktioniert irgendwie. Und wehe, da nimmt einer Lohn oder Gehalt. Ein Arnold Schwarzenegger, der stiftet noch seinen Lohn und sein Gehalt. Oh. Er sagt, ich möchte von diesem Land nichts, ich möchte dem Land dienen. Hier ist es genau andersrum. Die da oben nehmen einfach das Geld und sagen, das ist für mich. Deswegen ist das der Grund, Jochen Tiffe tritt an zur Wahl des Oberbürgermeisters im September 2015 in Köln. Der sagt jetzt schon, wenn Jochen Tiffe Oberbürgermeister wird, er verzichtet auf sein Gehalt, auf seinen Lohn, alles, was es reinkommt. Ein Oberbürgermeister in Köln verdient 5-mal mehr wie der Bundeskanzler. 1 Million im Jahr. So, und das auf mehrere Jahre, 6 oder 7 Jahre. Und Jochen Tiffe wird dieses Geld, dieses Gehalt spenden an die Sportvereine direkt ohne Umwege und es wird ankommen bei den Sportlern, die es benötigen, bei den sozial Schwachen, bei den Schwimmbädern und so weiter. So, helfen wird das nicht viel, 3, 4, 5 Millionen ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich glaube, der Weg ist der richtige. Politiker dürften kein Geld verdienen und Sport muss ins Grundgesetz. Das war jetzt ein sehr beeindruckender Filmbeitrag, den wir da gesehen haben. Ich habe den auch eben erst aus Twitter übernommen und kann noch gar nicht sagen, was ich davon halten soll. Zumal er ja auch ständig gestört war und manchmal musste man sich wirklich sehr konzentrieren. Ich will ein paar Dinge dazu sagen. Einmal habe ich vorhin korrigiert, diese Untertitelung Übernahme aus 29.04. habe ich mich verschrieben. Es war der 29.02. Das als Korrektur. Zweitens habe ich gar nicht gewusst, als ich das Video übernahm, dass am Ende ein Hinweis auf die Gruppe Pro Köln da ist, die in allen Kreisen, in denen ich bisher
beruflich und privat war, gewarnt wurde, weil sie angeblich rechts sind. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne niemanden von diesen Menschen persönlich und bin sehr beeindruckt, dass der Herr Tiffe jetzt da die Konsequenzen aus seiner Erfahrung zieht und dort kandidiert. Es ist das gute Recht eines jeden, bei einer Wahl anzutreten und ich will mich hier weder für noch gegen irgendwen dort positionieren, sondern schlicht und einfach sagen, schaut euch das an, bewertet es selber für euch und nicht zu voreilig, sondern überlegt es alles nochmal, denn was er da sagt und was er beschreibt, ist ein Sumpf an Kriminalität, ein Sumpf an Korruption und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wo ich mich da einordnen kann. Man muss ja heute aufpassen, dass man nicht schon wieder vor einem Richter sitzt. Genau diese Gruppe hat offensichtlich eine Telegram-Gruppe, die ich nicht kannte, wo ich nicht drin war. Und man hat dann meinen Namen dort gefunden, obwohl ich den da gar nicht reingesetzt hatte. Ich habe also gar keinen Zugang dazu, konnte mich auch nicht mit dieser Gruppe befassen und auch in dieser Telegram-Gruppe nicht befassen. Und wir sind heute auf heißen Kohlen, eine autonome, eine eigenständige, selbstständige Meinung vertreten zu können in dieser Bundesrepublik. Denn jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und sich aus allgemein zugänglichen Quellen frei zu informieren. Aber wenn man dann in die Realität guckt, stellt man fest, dass das bei manchen Kreisen nicht erwünscht ist. Und ich habe mich mein ganzes Leben dafür eingesetzt, dass unsere Rechtsordnung eingehalten wird und unabhängig von Grundgesetz und Regeln und all diesen Dingen, die brauchte ich für mich persönlich gar nicht, weil ich den Menschen als Menschen respektiert habe und weil die 10 Gebote für mich ausgiebig waren. Es reichte durchaus, sie zu beachten. Und jeder Fehler, den man da in diesem Kontext gemacht hat, den sollte man sehr schnell ändern und umkehren, denn so sage ich das, wir brauchen eine Umkehr in dieser Republik um 180 Grad. Nicht 360, Frau Baerbock, 180 Grad. Wir müssen in die komplett gegenteilige Richtung. Wir müssen wieder die Republik auf die Füße stellen. Wir müssen wieder sehen, dass der Mensch hier in diesem Land der Staatsbürger, der Bundesbürger, derjenige ist, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, in Wahlen und Abstimmungen und im Alltag und dass die Exekutive ist, ausführende Gewalt und nicht kommandierende Gewalt. Das sage ich auch all denen, die jetzt vom Bundesamt für Verfassungsschutz hier zuhören oder das auswerten müssen. Ich sage das nicht mit Bösartigkeit, sondern mit ernstem Sinn, dass wir lernen, wieder hinzuschauen, wo schwere Verbrechen begangen werden, wo sie vertuscht werden, wo die Aufklärung verhindert wird. Ich könnte so viele Sachen erzählen und bin aber nach meiner Pensionierung verpflichtet, zu vielen Dingen zu schweigen. Aber würde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mal die 70er, 80er, 90er Jahre unter die Lupe nehmen, bis hin zu 2015, danach war ich nicht mehr da, 2014 bin ich ausgeschieden, weil ich es auch nicht mehr aushalten konnte. Und weil ich froh war, meine Mindestarbeitszeit hinter mir gebracht zu haben. Denn dann bin ich weit weggezogen von Köln, weil ich es dort nicht mehr ausgehalten habe. Nicht, weil die Stadt so furchtbar ist oder die Geschichte, sondern es gibt viele Dinge, die ich da schätze und viele Menschen, die dort leben, die ich, wenn ich sie mal wieder treffe, auch gerne sehen würde. Aber Fakt ist, dass in Deutschland ein Zustand ist, den man nicht mehr ertragen kann. Und das betrifft ja nicht nur Nordrhein-Westfalen, das ist ja in jedem Bundesland gleich. Ja, dafür werden Staatssklaven auf den Weg geschickt, die gutmeinend dann ihre Aufgaben wahrnehmen, aber in Wirklichkeit nicht merken, dass sie das Wesentliche, die eigentlichen Schwerstverbrechen, überhaupt nicht anpacken können und dürfen. Ich habe mal nach 2 Jahren einen Anruf gekriegt, so viel kann ich noch erzählen. Da ist ein Oberstaatsanwalt, der hat sich da aufgehängt oder umgebracht. Und da hat man dann Akten gefunden, wo ich eine Durchsuchung und Beschlagnahme aus dem Bereich der Korruption beantragt hatte. 2 Jahre lang lag diese Akte da und ich hatte gedacht, das ist alles längst erledigt von den Leuten, die das zu tun haben.
Ich habe hier Strafanzeigen gestellt, auch in meiner privaten Zeit hier, Menschenrechtsverbrechen, Übergriffe, Straftaten im Amt, alle möglichen Gewalttaten. Weil ich dachte, die Polizei klärt sie noch auf und die führt zu Gericht, alle eingestellt, alle. Und das, Sie müssen sich mal die Briefe angucken, wie die aussehen. Da steht nicht etwa drin, Sie haben angezeigt eine gefährliche Körperverletzung, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern da steht gar nicht drin, was ich angezeigt habe, sodass ich gar nicht mehr genau weiß, welche Tat hier überhaupt gemeint ist, weil ich habe einige Strafanzeigen eingereicht. Und wenn ein Staatsbürger sich auch in seiner Freizeit engagiert dafür einsetzt, dass schwerste Straftaten aufgeklärt werden, dann erwarte ich einfach, dass die dafür zuständigen Ermittlungsbehörden anständig arbeiten und dass sie auch von niemandem Halt machen. Wenn ich höre, was da in Südafrika abgelaufen ist, was der Herr Tiffe da schildert, diese Koks-Partys, Sex-Partys, auch diese Päderastenbande, die da mit auftritt, das sind doch die Leute, die bis heute ihre Seilschaften noch mit sich rumschleppen. Wie kann man eine solche Parteiengruppe, wie kann man solche Politiker noch wählen wollen? Wie kann man aber auch sich zumuten, dass man die Opposition, die einzige, die noch existiert, dass man sie, wie kann man das akzeptieren, dass sie diffamiert wird, dass sie von allen Beteiligungsmöglichkeiten ausgeschlossen ist, dass die Medien nicht die Verbrechen aufklären helfen, sondern die Aufklärer daran hindern, darüber zu sprechen? Ich bin entsetzt. Und ich hatte mir auch von den Repräsentanten der Gewerkschaften und Berufsverbände einiges andere erwartet. Wenn ich sehe, wie der Herr Fiedler im Landtag Nordrhein-Westfalen agiert, wie der sich öffentlich äußert, wie der mit Leuten umgeht, die schwerste Verbrechen nicht mehr hier im Lande haben wollen. Wir haben 2018, war es glaube ich, 20.000 Messerangriffe allein in Nordrhein-Westfalen. Und die meisten Opfer sind übrigens auch Migranten, und zwar die nicht-muslimischen Migranten, die von ihren Häschern hierhin verfolgt worden sind. Die Jesiden sind betroffen, verfolgte Christen. Und die Kirchen schweigen dazu und sagen, wir brauchen noch mehr davon. Ich bin kein Gegner von Menschen, die nach Hilfe suchen. Ich bin auch einer, der hilft. Ich habe das mein ganzes Leben lang vertreten. Aber wir müssen doch mal genau hinschauen, was wir an Menschen hier reinlassen und wen wir nicht wollen. Ja? Wenn ihr nicht einmal die eigenen Oppositionsleute aus Deutschland in Deutschland agieren lasst. Warum lasst ihr denn Leute aus den Knästen, aus den Verbrechensorganisationen, aus den von Geheimdiensten finanzierten Taliban, Al-Qaida, Al-Nusra, warum lasst ihr die denn hier agieren? Was ist mit euch los? Das kann man nur mit einer Theorie in Verbindung bringen, die ihr wieder diffamiert, nämlich die Verschwörungstheorie, dass es sich hier um einen eugenischen Massenmord handelt, der hier systematisch begangen wird. Eine Zerstörung unserer Republik, der Wirtschaft, das ist ja alles zu beobachten. Und das kann man nicht mehr nur begründen mit mangelnder Erfahrung, mangelndem Wissen, sondern das muss man mit Vorsatz betrachten. Ich behaupte, wenn jemand erkennt, dass hier etwas schiefläuft und er unterstützt es noch, dann ist es Vorsatz. Wenn jemand erkennt, dass ein Giftstoff Gift ist, verkündet, er soll es weiter verbrauchen, ja sogar Soldaten und Polizisten und so sollen gezwungen werden, das Zeug zu nehmen, dann ist das Vorsatz, dann ist das nicht mehr Fahrlässigkeit. Und wenn in der gleichen Zeit auch die Medienarbeit zensiert wird, wenn hier meine Kanäle gesperrt werden, vielleicht auch wegen dieses Videos mal wieder bis, was weiß ich jetzt, Ultimo, keine Livestreams gemacht werden können. Mein eigentlicher Schwerpunkt liegt daran, sonntags das Evangelium zu verkünden. Aber wenn ich hier meine Meinung auch mal in Wortschrift und Bild sage, dann haben die das von der Regierungsseite, von den Parteien, von den Sozialisten delegiert an die Privatfirmen und begründen das. Ja, es gibt keine Zensur in Deutschland. Das ist eine Sache der Privatfirmen. Das ist so ähnlich, als wenn ich auf einem Parkplatz parken möchte, der jedermann zugänglich ist und irgendeiner schmeißt mich da raus. Natürlich ist das ein Privatparkplatz, natürlich kann er sagen, ich will keine blauen, roten, gelben Autos, sondern nur weiße oder schwarze. Kann er sagen, ja. Das kann auch jemand sagen, darf keiner in meine Tiefgarage. Aber wir haben ein Land, eine Republik, das ist kein Parkplatz, das ist keine Tiefgarage, das ist kein Hinterhof. Wir sind eine Republik der freien Menschen in einem freien Land, von der Theorie. Und wenn das nicht in der Realität so ist, dann muss hier was geändert werden.
Und deswegen bin ich froh für alle Leute, die sich engagieren. Ich will an dieser Stelle mal Schluss machen. Ich würde gerne mit euch hier auch diskutieren. Ihr könnt euch gerne melden unter kontakt@bernward.blog. Das ist die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht macht ihr das, vielleicht meldet ihr euch einfach mal und schreibt mir mal eure Gedanken auf. Würde mich freuen, den einen oder anderen im Maildialog oder vielleicht auch hier vor laufender Kamera anzuhören. Ich bin jedenfalls dazu bereit, solange hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt wird und respektvoll miteinander umgegangen wird. In dem Sinne alles Gute und auf Wiederschauen.